Mein Name ist Roland Weitel. Ich bin Professor hier an der Fakultät Maschinenbau, dem Schwerpunkt Maschinenelemente, Konstruktion, darstellende Geometrie in Antriebssystemtechnik. Klaus? Mein Name ist Klaus Nitsche. Ich bin auch hier Professor für Maschinenbau, für die theoretischen mathematiklastigen Fächer, Thermodynamik, Wärmeübertragung, Regelungstechnik und was halt so anfällt. Ich bin jetzt seit 1998 an der TH3, also bin ich jetzt im 41. Semester. Das ist bei mir was Besonderes. Ich war auch 1998 schon mal hier an der TH3, dann aber wieder nach dem Studium weg und bin jetzt seit 6 Jahren hier Professor an der Fakultät. Also wie schon gesagt, der Kollege Nitsche war mein Professor, jetzt halt als Kollegen eigentlich wieder, gell? Ich bin sozusagen der externe Berater von der Mutter Deckendorf und ich helfe jetzt im Moment da unten, das Ganze ein bisschen anzuschieben. Ich liebe das, wenn ich im Hörsaal stehe. Es macht mir Spaß, ganz komplizierte Dinge irgendwie verständlich zu erklären, weil eigentlich alles verständlich ist. Ich habe mal angefangen, Bogen zu schießen. Ja, man glaubt es nicht, gell? Aber ich war mal Sportkletterer. Also mein Lieblingsbuch ist der Niemann Winter, Band 2, Zahnradgetriebe, Stirnradgetriebe. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Wenn ich irgendwo hinfahre und ich weiß, ich muss irgendwie warten, dann nehme ich das mit. Ja, für mich ist das Schönste an meinem Job, wir können was Sinnvolles tun. Und ich persönlich hoffe immer, dass die Studierenden dann nach dem Studium die Welt irgendwie anders anschauen. Alles zu seiner Zeit. Beides, ja. Beides. Bei mir ist es eher, sind es so alte bayerische Serien wie Irgendwie und Sowieso zum Beispiel. Also ich mag ganz gern Wild-West-Filme mit Eisenbahn. Ja, Musik halt, gell? Aber das ist wahrscheinlich, zählt nicht zu den Geräuschen. Ja, bei mir ist eigentlich auch wieder die Tochter, wenn die irgendwie freudig irgendwas spielt oder wenn sie lacht oder am Trampolin springt, die Geräusche, die sie da macht, die höre ich gern. Dann fühle ich mich wohl. Ja, ich glaube, wir sind Ingenieure, wir sind eher an der Zukunft interessiert, gell? Und wir investieren ja in die Zukunft mit unseren Studierenden. Also ich bin gern wieder hierher gekommen. Egal welche Hochschule der Welt, ich wäre nirgends hingegangen, außer nach Deckendorf. Also ich hätte meinen Industriejob nie für irgendwas anderes wie für Deckendorf aufgegeben.